Stefanie Giesinger, das große Umstyling, Topmodel kaum wiederzuerkennen. Als Model ist Stefanie Giesinger Typveränderungen gewohnt. Doch auf neuen Aufnahmen ist die geernte Emsigerin kaum noch zu erkennen. Durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel wurde Stefanie Giesinger, 27, zum Star. Zwar können sich viele Teilnehmerinnen nach der Castingshow in der Branche behaupten, doch die Siegerin von 2014 zählt schon zu den großen Gewinnerinnen in puncto Karriere. Für ein Shooting fühlt sich die Laufsteg-Schönheit jetzt bestimmt an ihre Zeit bei Heidi Klum, 51, erinnert. Denn ein Umstyling, welches sie in ihrer Instagram-Story teilt, hat es in sich. Denn in jeder GNTM-Staffel ist das Umstyling von Kandidaten gefürchtet und von Zuschauern geliebt. Während bei manchen Kandidatinnen nur marginale Veränderungen vorgenommen werden, durchleben andere krasse Typveränderungen. Bei einem neuen Shooting fühlt sich Steffi wohl an diese Zeit zurückerinnert. Denn Steffi, die gerade mit einem Mann am Flughafen gesichtet wurde, teilt einige Aufnahmen, auf denen man zwei- oder dreimal hinschauen muss, um die Influencerin zu erkennen. Mal hat sie die Wangenknochen von einer Maskenbildnerin verändert bekommen, mal trägt sie eine Perücke. Auf einem Bild trägt sie eine blonde Kurzhaarfrisur, die ein wenig zerzaust gestylt ist. Auch die Augenbrauen sind dünn und hell gefärbt. Das große Umstyling, schreibt die 27-Jährige zu dem Slide ihrer Instagram-Story. Eine klare Anspielung auf ihre Vergangenheit bei Germany's Next Topmodel. 2014 gehörte sie allerdings zu den Kandidatinnen, die Glück hatten, bei ihr wurden nur wenig geändert. Stefanie Giesinger durfte ihre langen braunen Haare behalten und wurden nicht von einer radikalen Veränderung, für die Heidi und ihr Team bekannt sind, überrascht. Stefanie Giesinger mit schwarzen Haaren. Ein anderer Look zeigt sie mit kurzen, schwarzen Haaren. Die Frisur erinnert etwas an die Glam-Rocker der 70er Jahre. Die Koteletten sowie Nackenhaare sind länger, der Pony sehr kurz. Ein wenig erinnert sie so an den Androgynen David Bowie zu Aladdin-Zahnezeiten. Wofür Stefanie Giesinger die neuen Bilder mit den wilden Veränderungen aufnimmt, geht aus den Instagram-Beiträgen nicht heraus.